So, gibt's diese tollen Kalender für euch oder bei der Melanie für euch. Und zwar einmal dieses geniale Teil. Also der ist echt mega, super, hammer, cool. Und zwar, ihr habt da einmal die Jahresübersicht. Und dann geht der Jahresplaner los. Und dann habt ihr die einzelnen Einträge. Und jetzt schaut mal her, da geht es um 7 Uhr los bis 20 Uhr auf Nacht. Also soll es optimal sein, um die Termine zum Einschreiben. Ihr habt genug Platz zum Einschreiben. Es ist auch hinten noch alles Mögliche zum Eintragen. Die Ferien stehen drin, ist auch für viele ganz wichtig. Ich glaube, Telefonregister ist auch drin. Notizen haben drin, wie ihr sehen könnt. Und auch nochmal ein Jahresplaner fürs nächste Jahr dann schon wieder. Vorwahlen haben noch dabei. Und wann Messen sind, das ist auch immer ganz cool zum Wissen. Also das ist ein mega tolles Teil. Also ich finde das wirklich genial und auch zum Aufmachen schön, weil man kann nichts kaputt machen. Dann ist der, den haben wir die letzten Jahre schon gehabt, ist auch ein ganz toller, ist eher ein Taschenbuchformat. Der hat die Besonderheit einmal, dass das Bundle für den Einmerker dabei ist, kann man jeweils zum Tag dazu da. Dann hat er auch wieder einen Jahresüberblick. Die Schulferien haben drinnen. Und da ist die kleine Übersicht für Montag, Dienstag. Ja, da haben noch so andere Sachen auch drin. Postgebühren zum Beispiel haben drin. Auch wieder die Messen haben dabei. Feiertage stehen drin für die ganzen Länder sogar. Ist auch immer ganz Ferien haben dabei. Ganz tolle Sachen, die Vorwahlen stehen auch drin. Und dann Geburtstagsliste, Abkürzungen, alles Mögliche. Und dann geht der Terminplaner los. Und der geht auch eben, der geht jetzt von 7 Uhr bis 21 Uhr, wie ihr sehen könnt. Es steht auch der Feiertag dabei. Das ist auch ganz toll. Und eben das zum Einmerken, das Bundle ist da. Dann, was haben wir hinten noch Tolles? Die Anschriften, das war jetzt auch gut für die Kunden, die Kundenanschriften und so zum Eintragen. Schuhgrößen, Bekleidung und Schuhgrößen, okay, wer das braucht. Ja, alles mögliche Entfernungen ist drin. Dann nochmal für 2019 gleich der Kalender, wo man schon, wenn man den neuen fürs übergehende Jahr noch nicht gleich hat und die Kunden möchten schon ausmachen, dann kann man da schon mal grob notieren. Finde ich auch immer ganz lässig. Ja, und eben der geht bis 21 Uhr, der größere gerade bis 20 Uhr. Also zwei echt tolle Teile, wo nicht nur für Terminblöcke, für Nageldesign oder so ist, sondern auch als Haushaltsführer zum Beispiel, um Einkaufsliste zum Schreiben, Speiseplan zum Schreiben, für die Kinder Hausaufgaben auch super zum Eintragen. Also richtig zwei tolle Allrounder haben das, super zum Empfehlen. So, dann gibt es noch was anders, was ganz was Tolles. Und zwar einmal ein neues, dünnes Edelstahlboard. Machen wir mal auf. So, der Unterschied zu dem Edelstahlboard ist, seht ihr schon, es ist mit Nagelladen-Logo. Finde ich voll genial. Echt voll genial. Und ihr wisst auf die Edelstahlboards,
dürfen nur die Pfeilblätter mit der weißen Klebefläche kommen, weil sie die nur ablösen lassen. Andere lassen sie nicht ablösen davor oder nicht gut. Also die, die mit der weißen Klebefläche haben optimiert fürs Edelstahlbord. So, dann als nächstes eine Neuheit. Und zwar, ganz, ganz toll, jetzt gibt es nämlich auch die Pfeilblätter von der Qualität her, die wo es vom Edelstahlbord gibt, gibt es jetzt auch fürs Kunststoffbord. Kennst ja die Zebrafeilen, ich liebe sie, echt. Das ist halt meine Form, die wo ich super gerne hernehme, fürs, eben fürs Edelstahlbord. Und da seht ihr jetzt eben den Unterschied. Kunststofffeile ist gelb und fürs Edelstahlbord ist weiß. So, und die gibt es jetzt in der neuen guten Qualität. Gibt es jetzt in 180, in 150 und in 100er Grit. Also für jeden was dabei, für jeden die richtige Gritzahl. Und ihr könnt es eben das beidseitig bekleben, auf der einen Seite zum Beispiel der 100er, auf den anderen ein 150er oder 180er, wie es euch dann gefällt. Das ist jetzt neu, die kommen heute auf Nacht neu oder heute abends noch in den Shop, so muss ich sagen. Die neuen Pfeilblätter finde ich sehr genial, die haben von Abrieb super, super, wirklich langlebig. Und als zweites kommt die Form, die wo die Anja liebt, wo die Anja hernimmt, und zwar die gerade Form. Auch wieder in der neuen, in der guten Qualität, aber da nur in den zwei Grit anscheinend. Oder habe ich was vergessen? Nein, die haben nur in den zwei Grit, und zwar in 100 und 180. Da haben eben die Pfeilblätter auch dünner wie bisher. Das wäre das da. Okay? Könnt ihr auch wieder beidseitig bekleben. Und eben auch wieder, gelb ist für Kunststoff und weiß ist für Edelstahl. So, und jetzt gehen wir zu meinem So, was wird jetzt da wohl drin sein in dieser tollen Box? Was meint's? Mache ich mal auf. Na, Zeletten, weiß ich nicht. Brauchen wir unbedingt Zeletten? So. Schauen wir mal. Na, bling, bling ist schon mal gar nicht so verkehrt. Jetzt schaut's mal rein. Zeletten. Na, schaut's mal. Das ist die erste Kreativbox, die es gibt. Und zwar, da ist drinnen, einmal, ich finde ja die so, so heiß, schaut mal. Dieses Funkeln, dieses Glitzern. Und das sind wirklich, die kann man als komplette Jahr hernehmen, Holo geht immer.
Dann die gleiche Nummer in Silber. Schaut mal, wie die spiegeln, wie die glänzen und funkeln. Die haben so genial. So. Und dann wieder ein neuer Stempel. Schaut mal. Und zwar jetzt diesen genialen, großen Clear Stamper in Silber. Ich liebe dieses Teil. Kann man so toll stempeln damit, die liegen so gut in der Hand. Man kann sie so super hinstellen. Ja, wie gesagt, ihr müsst bei dem Stempel, lasst diesen Stempel auf euren Tisch stehen, ohne Deckel, damit der reifen kann, damit das Kissen härter wird. Jetzt, wenn ihr schaut, der Unterschied von dem, hoppala, von meinem rosaroten, den wo ich täglich hernehme, und zu dem, also vom Anfühlen her, haben das frische Gummibärli und das haben schon, ja, 14 Tage alte Gummibärli. Also der Gummi, der reift nach, gell? Aber ich liebe die, ich liebe die, ich liebe die. Ich habe die jetzt schon in alle, das ist jetzt die dritte Farbe. Ich liebe den, echt wahr. Dazu einen stabilen, eine Abziehkarte, okay? Dann ist ein super toller Stamping Lack in zarten Rosa dabei, okay? Zartes Rosa, es ist ein Traum zum Arbeiten. Und dann kommt dieses hammergeile Gel, Farbgel. Und jetzt schaut mal, was das für eine krass coole Farbe ist. Ist das nicht genial? Also ich bin so hin und weg von der Farbe, die ist so mega genial. Hammermäßig. Und was ich nur dazu sagen muss, diese Farbe, dieses Gel gibt es aktuell nur in dieser Box. Okay? Die ist nur in dieser Box enthalten. Und dann als letztes in der tollen Box drin, eine Stampingplatte. Und zwar, ich habe extra diese Platte ausgewählt, weil ihr könnt das wirklich fürs ganze Jahr hernehmen. Ihr habt für den Frühling die Blumen, dann habt ihr für Valentin, Love, Muttertag, könnt ihr hernehmen, Herzerl dazu, da auch nochmal Herzerl, dann diese tollen Ornamente, dann habt ihr Schmetterling drauf, ihr habt einen Totenkopf drauf und dann habt ihr Schneeflocken drauf. Jede Menge Schneeflocken. Und ich habe die so genial empfunden, dass ich gesagt habe, diese Platte möchte ich gerne in dieser Box drin haben, weil es ist wirklich eine Platte, die wo man fürs ganze Jahr nutzen kann. Genauso auch wie das lila Farbgel fürs ganze Jahr zum Nutzen ist. Das wirklich, also das kann man fürs ganze Jahr hernehmen. Der ist überhaupt, der ist sowieso neutral. Das Rosarot ist neutral, kann man auch fürs ganze Jahr hernehmen. Und die sind auch immer, ist immer aktuell und deswegen haben wir auch diese Stempelplatte dazu. Und ich habe euch auch schon drei Designs vorbereitet damit. Und jetzt hoffe ich, dass es nicht überbelichtet.
Schaut mal her. Diese drei Designs habe ich euch hergerichtet und ich habe die alle mit der Stempelplatte. Ich tue es nochmal aus, dass ich es euch zeige. So, und zwar, schaut her, das sind einmal diese Schneeflocken, die wo da drauf sind. Und das ist mit dem Rosa gemacht. Das ist überbelichtet jetzt wieder. Dann muss man auf die Seiten hinlegen. Das ist alles nur mit den Sachen aus der Box gemacht. Seht ihr, wie die funkeln und glitzern? Das ist eben das Farbgel. Das ist eine Mischung aus Blau und Lila, so genial. Und dann eben die Schneeflocken mit dem zarten rosa Stempellack gemacht. Da ist auch wieder das Ornament, wo da drauf ist. Schaut her. Da ist das Ornament. Das habe ich eben oben und unten aufgetragen. In der Mitte ist ein Waterprint. Und dann habe ich aus den Holo-Pailletten habe ich dann eine kleine Christbaumkugeln gemacht oder Weihnachtskugeln, die wo ich da oben hängen habe lassen. Das Weiß ist ein Fluffy White. Das habe ich on top drauf gearbeitet. Und da ist auch wieder, da seht ihr jetzt den Unterschied. Das ist jetzt, haben die Spiegelpailletten. Also ich finde das so genial. Und da kann man sich wirklich drin spiegeln in den Teilen. Seht ihr, ihr seht meine Hand auf der Seite. So spiegeln sie die. Und da eben auch wieder mit den Stempel. Und diesmal habe ich den unteren hergenommen. Weil ich habe wirklich alles ausprobiert auf der Platte und es geht alles. Was ihr machen müsst, die Farbe leicht abziehen und euren Stempel draufdrucken. Und das ist eigentlich alles, es ist ganz easy zum Stempeln. Ich liebe diese Teile. Ja, das war oder ist diese tolle, geniale Hammer. Tolle Box, die wo es ab heute abends im Shop zum Kaufen gibt. So, jetzt passt es mal auf. Jetzt habe ich vergessen, ich möchte das Farbgel noch geschwind mit euch auftragen. Muss ich mir noch schnell einen Tipp holen. Einen Tipp. So, jetzt wird's. Weil ich brauche wieder für oben drauf, für meine Dose, für den Deckel, brauche ich ja wieder meinen Tipp. So. Jetzt passt auf, jetzt hole ich euch wieder näher zu. Geht nicht mehr weiter. Okay, dann schauen wir mal. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wie genial das die ist, weil das ist wirklich eine Mischung aus Blau und Lila. Ja, genau. Die Box ist nur in begrenzter Stückzahl zum haben. So, jetzt schaut es einmal. Schaut euch diese Farbe an. Ist die nicht der Hammer? Die hat so ganz feine pinke Glimmerpigmente drin. Blau. Und Lila, also ich finde das so mega schön.
Kopiere ich das nochmal. Schaut euch die an. Also das ist der, also die Farbe ist echt der Hammer. Ja, und die gibt es jetzt aktuell ab heute Abend in der Kreativbox. Ja? Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!